Ich laufe auseinander. Hier ist es so warm in meinem Studio, aber egal. Hallo, herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr euch reingeklickt habt zu diesem neuen Video hier. Heute gibt es ein Make-up-Tutorial. Wie ihr seht, bin ich ungeschminkt und es gibt ein sehr besonderes Make-up-Tutorial auf den Wunsch einer lieben Zuschauerin, die dieses Jahr jetzt demnächst irgendwann heiratet. Falls du zuschaust, liebe Grüße. Ich schminke heute ein dezentes Braut-Make-up. Es gibt zwar schon ein Braut-Make-up auf meinem Kanal, allerdings scheint es noch einigen etwas zu intensiv zu sein. Es gibt doch die Mädels, die etwas weniger an ihrem großen Tag auftragen möchten, und das verstehe ich natürlich voll und ganz. Und ihr habt mich nach Inspo gefragt. Da vielleicht einige aus meiner Community dieses oder auch nächstes Jahr heiraten werden, habe ich gedacht, ja, frische ich das Ganze doch mal auf und gebe euch noch eine zweite Inspiration, nur mit Drogerieprodukten und etwas dezenter. Und ich würde sagen, wir starten direkt. Los geht's, viel Spaß dabei. Ich habe mal meine Haare hier vorne so richtig schön mit einer Spange weggeklemmt und jetzt gebe ich mir gerade schon den Primer auf. Ich habe gerade gesehen, dass die Kamera nicht aufgezeichnet hat. Ich benutze den Bare With Me Jelly Primer. Der ist natürlich super wichtig. Allgemein ein Primer ist wichtig, wenn wir unsere Base aufbauen an dem großen Tag. Soll die Haut natürlich mit Feuchtigkeit versorgt werden und dieser Jelly Primer liegt ultra leicht auf, der verschmilzt, der kommt in so einer geligen Textur, dann verschmilzt er und versorgt die Haut unglaublich gut. Und ich habe immer das Gefühl, dass er die Foundation anzieht wie ein Magnet, sodass alles wirklich an Ort und Stelle sitzen bleibt. Für den großen natürlichen Tag habe ich mir diese Foundation hier rausgesucht. Das ist die Perfect Match Foundation. Die hat schon eine etwas stärkere Deckkraft. Die nutze ich aber aus dem Grund, weil ich hier echt Unreinheiten momentan habe. Einmal im Monat sprechen wir nicht drüber. Aber die ist super. Die gleicht das Hautbild unglaublich schön aus. Die ist auch nicht so schwer von der Konsistenz, aber schafft ordentlich was. Und das gebe ich mir auf dem Handrücken auf und nehme das Ganze dann mit dem Beauty Blender im Gesicht auf und verteile die Foundation von innen nach außen. Wichtig ist natürlich, dass du dich wohlfühlst. Wenn dir das hier schon zu viel Deckkraft ist, dann greif auf jeden Fall zu dem Produkt zurück, was dir jahrelang gute Dienste leistet und mit dem du dich vor allem auch selbst wiedererkennst. Kennst. Das ist natürlich an allererster Stelle Prio. Solltest du dich aber neu probieren wollen, hol dir die Foundation oder alle Produkte, die du dir neu für deinen Hochzeitslook kaufst, ein paar Wochen vorher und fang an zu testen. Nicht jede Foundation sitzt auf jeder Haut on point. Nur weil es bei mir funktioniert, heißt es nicht, dass es bei dir genauso ist und eben umgekehrt. Ganz wichtig, das nochmal ein Reminder. Ich lese tatsächlich total häufig, dass mir Leute blind Produkte nachkaufen, ohne sich richtig mit dem Produkt auseinanderzusetzen und mir dann die Schuld dafür geben, dass ich Mist vorgestellt habe. Ja, also nochmal der Reminder, nicht jedes Produkt funktioniert für jeden gleich. Ich glaube aber, dass der Großteil meiner Community das auch versteht. Machen wir weiter mit dem Concealer. Das ist auch ein etwas stärker deckender Concealer. Keine Panik. Das Make-up wird im Endeffekt trotzdem noch natürlich sein. Man wird euch wiedererkennen. Ich nehme auch nur wenig Produkt und verteile das Ganze dann wieder mit dem Beauty Blender. Den Concealer nutze ich nicht zum Abdecken von irgendwelchen Augenschatten. Ist natürlich nice to have, wenn man eben unter starken Augenringen leidet. Ich nutze den tatsächlich für den Aufhellungseffekt, weil das einfach wesentlich mehr Frische in den Look bringt und den ganzen Blick öffnet und dich ein bisschen freundlicher und lebendiger aussehen lässt. Wenn ich das Produkt verwendet habe, kann das immer mal vorkommen, dass sich das Ganze in die Fältchen absetzt, weshalb ich jetzt mein heißgeliebtes Brighten Up Banana Powder nehme. Himmel, Herrgott, ich hoffe, du wirst nie aus dem Sortiment genommen. Das ist einfach mein heiliger Gral. Ich nehme ein bisschen Produkt auf meinem Schwamm auf und tupfe das Ganze dann hier unten nochmal eben auf der Partie auf. Ganz wichtig ist, dass ihr nicht zu viel Produkt nehmt. Das kann nämlich dann auch ziemlich schnell sehr faltig unter den Augen wirken. Also wirklich dezent auftragen und nur das Nötigste, damit der Concealer gesettet ist und einfach nicht verrutscht. Für den Rest des Gesichtes nehme ich das No Filter Puder von NYX. Das ist auch super schön, wenn es nicht ganz so viel sein soll, da es keine starke Deckkraft in dem Sinne hat, sondern einfach nur einen schönen Ausgleich bringt, die Haut weich zeichnet und gleichzeitig eben das Make-up settet. Gleiches Problem wie mit dem Concealer. Wenn es zu cremig und flüssig ist, kann das Ganze gerne und gut mal verrutschen. Gerade zu diesen Temperaturen der Zeit in der Hochzeitssaison schwitzt man ein bisschen und da ist sowas natürlich Gold wert. Ich nehme das Ganze mit dem Pinsel auf
und tupfe das Ganze im restlichen Gesicht auf, um die Foundation einfach nochmal zu fixieren. So ein matter Look ist unglaublich schön, sieht aber oft geschminkt aus. Deswegen gehe ich jetzt nochmal mit dem High Glass Illuminating Powder von NYX drüber. Das hat so leichte Schimmerpartikel und lässt die Haut so ein bisschen belebter und vor allem auch natürlicher aussehen. Und das gebe ich wirklich nur hier so auf den Wangen auf, so ein bisschen auf der Nase, in der T-Zone, da wo die Haut tatsächlich auch natürlich glänzt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber es sieht einfach jetzt so ein bisschen frischer, glowy aus. Ich mag das total gerne. Ein Contouring ist natürlich kein Muss, aber ich finde es immer ganz schön, nochmal so ein paar Schatten zu platzieren, um das Gesicht in Form zu geben. Jetzt haben wir natürlich eine Wand und ich gebe dem Ganzen jetzt nochmal ein bisschen Dimension, indem ich die Contour Duo Palette nehme von Essence. Ich nehme hier den hellen Ton. Ich habe die dunklere Variante, also die Farbe 20 Darker Skin. Nehme den hellen Ton und blende das Ganze ganz vorsichtig hier am äußeren Drittel des Gesichtes ein. Nochmal an euch, ich kriege es ja auch immer mal wieder mit in den Kommentaren, wenn es so um Alltagslooks geht oder um dezentere Looks, dass viele das verwechseln, dass ein dezenter Look nicht unbedingt bedeutet, dass man wenig Produkte verwendet. Klar, gibt es auch solche Varianten, so einen No-Make-up-Look, wo es wirklich darauf ankommt, nur ein paar Pinselstriche zu machen und dann eben ready ist. Das hier ist aber ein Hochzeits-Make-up und es zielt, dass man natürlich die bestmögliche Base aufbaut und das Bestmögliche rausholt, ohne stark geschminkt auszusehen. Dabei ist vollkommen egal, wie viele Produkte man verwendet und wie viele Schichten man aufgibt. Das darf man nicht verwechseln. Ich habe auch explizit mal ein Video hochgeladen, wo ich einen Alltags-Make-up-Look mit wenig Produkten geschminkt habe. Den könnt ihr euch auch gerne anschauen. Ich linke es hier oben ins i rein. Hat jetzt gar nichts mit dem Thema Hochzeit zu tun, aber ich wollte das definitiv einmal loswerden, denn auch meine Mädels sagen, die ja nun auch wissen, was ich in meinem Schrank habe und ja auch in meinen Videos immer zeige, wie ich mich schminke, dass sie sagen, du siehst so unglaublich gut aus. Ich weiß, wie viel Make-up du gerade trägst, aber es sieht halt überhaupt nicht danach aus. Dir steht es einfach so gut, es ist so flawless und wirkt irgendwie trotzdem natürlich. Natürlich muss man irgendwie der Typ dafür sein, wenn man sich jetzt jahrelang nicht geschminkt hat und dann halt irgendwie mit den Tonnen dahin kommt. Es muss natürlich dann auch gut gemacht sein. Aber dafür bin ich ja hier und ich gebe euch die Anleitung dafür, dass ihr das genauso hinkriegt wie ich. Und vielen lieben Dank auch an das ganze Feedback, was ich bekomme. Wie viele meiner Zuschauer schon viele Chips abzwacken konnten und auch schon besser geworden sind im Schminken durch meine Tutorials. Das ist so eine Bereicherung und genau der Grund, warum ich eben hier bin und meine Leidenschaft mit euch teile. Und jetzt ist mal genug Gefasel hier. Wir machen weiter mit den Augenbrauen. Das Augenbrauenthema ist auch so ein Ding. Nicht jeder mag stark betonte Augenbrauen. Oh Gott, ich glaube, in meiner kompletten YouTube-Laufbahn habe ich den meisten Hate tatsächlich für meine Augenbrauen eingesteckt. Aber I don't give a fuck. Ich schminke es so, wie ich es für mich persönlich richtig erachte und wie ich mich persönlich damit wohlfühle. Und auch das gebe ich natürlich an euch weiter. Nutzt das, was ihr habt und womit ihr euch nicht verkleidet fühlt. Das ist schon mal ganz wichtig. Wenn ihr diesen stark betonten Augenbrauenlook nicht fühlt, dann lasst ihn einfach weg oder macht es ein bisschen dezenter. Ich nehme am liebsten so einen Feinstift, sage ich ja immer wieder. Damit komme ich persönlich am besten klar. Das ist für mich so ein All-Time-Favorite. Hier habe ich den Brow Ultra Slim von Maybelline und ich nutze die Farbe Medium Brown und ziehe mir hier wirklich feine Härchen rein, direkt da, wo die Augenbraue startet und fülle dann zum Ende hin etwas stärker aus, so dass ich auf jeden Fall den Augenbrauenlook betont habe und dem Gesicht mehr Ausdruck gebe. Damit die Härchen jetzt auch noch so richtig schön in Form kommen und auch der Look so bleibt, wie ich ihn jetzt gestriegelt habe, nehme ich nochmal so eine Brow Soup und style das Ganze. Ich habe das jetzt angefeuchtet, nehme jetzt eine Spule und gehe damit in die Augenbrauen, um die Härchen an Ort und Stelle zu bringen. Kommen wir zum Augen-Make-up. Der wohl spannendste Teil. Ich starte mit der Next Gen Nudes Palette von Catrice. Das ist für mich auch so eine richtig schöne Hochzeitspalette, weil hier sind braune Farben drin, aber auch so rosige Farben, die einfach total ins Hochzeitsthema passen und auch, finde ich, jedem Typ entsprechen. Und ich starte mit der Farbe Noble und Beauty. Ich mische das Ganze und gebe das in die Lidfalte rein und blende es von innen nach außen. Ich vertiefe das Ganze jetzt mit einem feineren Pinsel.
und meinem Blush tatsächlich, welches ich auch später noch auf den Wangen aufgebe. Das ist von NYX, das Sweet Cheek Matte Blush in der Farbe Summer Breeze und nehme hiervon ein bisschen Produkt auf und gebe das gezielter in die Lidfalte rein, um das Auge ein bisschen mehr zu betonen. Wer das nicht ganz so frisch und rosig mag, kann die Sättigung ein bisschen rausnehmen mit der Farbe Classy. Da gehe ich jetzt ganz, ganz leicht rein und gebe das Ganze nochmal darüber, also über die Lidfalte, über den Ton. Und genau, die Reste von dem Pinsel gebe ich dann nochmal im unteren Wimpernkranz auf, um eine Einheit zu schaffen. Für ein bisschen Brillanz nehme ich die Farbe Vision mit dem Finger auf und tupfe das Ganze hier aufs bewegliche Lid drauf. Ich mag das immer noch ganz gerne, wenn man eben so ein kleines Highlight-Pünktchen im inneren Augenwinkel hat. Und deswegen nehme ich nochmal die Farbe Peak. Ich liebe den und den, also der Ton kommt immer mit, wenn ich eine Braut schminke, weil der einfach so schön ist. Im inneren Augenwinkel und auch im Augenbrauenbogen aus der Forever Flawless Optimum Palette von Makeup Revolution übrigens. Kommen wir zur Mascara und da nehme ich die Glam & Joy Mascara in Waterproof. Die soll natürlich Freudentränchen standhalten und ich komme mit der tatsächlich echt gut zurecht, obwohl ich kein Fan von wasserfesten Mascaras bin. Diese hier funktioniert aber tatsächlich echt ganz gut. Also probiert es einfach mal aus. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, nicht jedes Produkt funktioniert für jeden gleich. Vielleicht habt ihr auch euren heiligen Gral, dann nutzt den auf jeden Fall auch für euren großen Tag. Ich mache das aber immer so, dass ich meine Wimpern hier vorbiege. Dafür nehme ich so eine Wimpernzange. Die bringt schon mal die Wimpern so ein bisschen in Schwung. Und die Mascara hält diesen Schwung dann eigentlich noch. So habt ihr ein bisschen länger was von dem Wimpernaufschlag. Wer kennt es nicht, das Augen-Make-up ist fertig und die Mascara stempelt sich so richtig praktisch ab. Gar kein Problem, einfach gut antrocknen lassen, ganz wichtig, sonst verschmiert ihr das Ganze. Und dann nehmt ihr das Ganze entweder mit dem Blenderpinsel weg, indem ihr nochmal den Lidschatten drüber blendet, oder ihr nehmt ein Wattestäbchen und radiert das Ganze so weg. Das geht wirklich wie von Kinderhand, ohne dass ihr das Augen-Make-up dabei zerstört. Einfach nur warten und dann irgendwann runternehmen. Ich wärme mein Gesicht jetzt noch ein bisschen auf mit Bronzer. Ich habe jetzt erstmal nur Konturprodukt drauf. Das ist ja ein bisschen aschiger und ist eigentlich dafür da, um das Gesicht in Form zu bringen. Und ein Bronzer gibt dem Gesicht Frische und Wärme. Und da nehme ich jetzt einen matten, um einfach nicht zu dick aufzutragen, hier von Essence. Der ist einfach ein bisschen wärmer noch als das Konturprodukt. Und den gebe ich nochmal oben drüber. Jetzt kommt noch ein bisschen mehr Frische dazu. Und ich habe es ja vorhin schon angekündigt, dass ich einen Blush nehme. Und da nehme ich das, was ich auch schon auf den Augen verwendet habe. Ich nehme nur einen Hauch und gebe das lediglich am äußeren Drittel auf. Und blende das restliche Produkt dann zur Nase hin aus. Dieses schöne Puder hier gibt einfach so einen unglaublich schönen natürlichen Glow. Wer das Ganze jetzt so belassen möchte, wem das reicht, go for it. Man kann natürlich noch ein bisschen aufstocken mit einem separaten Highlighter. Ich habe jetzt hier zum Beispiel den High Glass Illuminating Highlighter in der Farbe Moon Glow. Den würde ich persönlich jetzt drüber geben, aber wer es noch eine Stufe krasser mag, kann dann einen schön aus der Choose Your Glow Palette von Essence nehmen. Die ist so krass pigmentiert, die macht so einen richtigen Insta-Glow auf den Wangen. Aber wir wollen das Ganze natürlich dezent halten, weshalb ich jetzt nur einen Hauch von diesem High Glass Highlighter nehme. Der ist so ein bisschen dewy vom Finish her. Der hat keine Glitzerpartikel, der schimmert einfach nur und lässt die Haut so ein bisschen wet aussehen und gibt einfach nochmal so ein bisschen mehr Glow als das, was ich jetzt drauf habe. Wirkt übrigens auf Fotos unglaublich schön. Damit die Base auch so halten bleibt, nehme ich jetzt von Art Deco das Anti-Pollution Spray. Das hat so einen ganz leichten, feinen Sprühnebel. Ist super angenehm und erfrischt gleichzeitig und fixiert das Make-up, macht es haltbarer. Während das Ganze jetzt schön antrocknet, kümmern wir uns um die Lippen. Und da nehme ich auch etwas sehr Dezentes, aber Kussfestes. Und zwar ein Lip Liner von Rival Loves Me in der Farbe 11 Desert Storm. Das ist ein My Lips But Better Tone. Also unterstützt einfach die natürliche Lippenfarbe etwas. Und dient natürlich auch dazu, die Lippenform etwas zu korrigieren. Ich zum Beispiel habe in der Unterlippe so eine kleine Querkurve. Also meine Lippe ist nicht besonders gerade, von Natur aus nicht. Und durch einen Lip Liner kann ich das Ganze dann so ein bisschen ausgleichen. Das Ganze toppe ich jetzt mit diesem Liquid Lipstick hier von Maybelline. Diejenigen, die meine Videos schon länger schauen, wissen, dass ich nicht ein großer Fan von diesen Lipsticks bin.
Aber die halten einfach unglaublich gut und die sind kussfest und wenn es wirklich lange halten muss, dann sind die einfach unschlagbar. Das ist übrigens die Farbe 60 Poet und ich gebe den Liquid Lipstick super dezent auf. Also in einer dünnen Schicht, weil der krass deckend ist und hier auch schon wenig Produkt wirklich ein tolles Ergebnis erzielt für lange Haltbarkeit. Ihr Lieben, nach oben und unten sind natürlich keine Grenzen gesetzt, ne? Ihr könnt natürlich etwas mehr auftragen, aber auch natürlich dezenter schminken. Schaut einfach, womit ihr euch wohlfühlt. Das war jetzt nur so eine kleine Guideline, ja, mit ein paar Tipps und Tricks, die euch vielleicht bei eurem Selfmade-Braut-Make-up weiterhelfen können. Würde mich auf jeden Fall total freuen. Solltest du mich noch nicht abonniert haben, hol das sehr gerne hier an der Seite nach, dann verpasst du keine Videos mehr von mir. Und ich freue mich, dich beim nächsten Mal wieder begrüßen zu können. Ich sage bis dann. Tschüssi.